Was geht ab, YouTube? Lang her, dass ich in einem Vlog-Style was gefilmt habe. Oh, ich hätte mir ein Bad vormachen sollen. Aber egal. Real as always. So, ich setze meine Freundin auf Diät. Aber nicht unbedingt, weil ich das möchte. Ich möchte das nicht, aber sie möchte auf Diät sein. Und ich bin sowieso auf Diät. Und zurzeit, Diät halten ist einfach besser. So. Und deshalb zeige ich euch heute etwas ganz Leichtes zum Nachmachen. Es ist Low Carb, es ist High Fat, High Protein. Easy zu machen, es ist wie eine Art, es ist einfach eine Low Carb Pizza eigentlich. Nur für ganz lazy Leute und wenn ich schnell gehen muss. Also ich zeige euch das ganz easy, ganz quick. Es ist natürlich nicht vegan, also tut mir leid an alle Veganer und Vegetarier. Natürlich könnt ihr Sachen, mich Produkte ersetzen, aber dann kommt ihr leider nicht auf die Werte. Aber von den Makros her könnt ihr es sicher, ja, ihr wisst schon, ersetzen. So, auf jeden Fall, ich bin auf 2000 Kalorien an nicht anstrengenden Tagen, sonst bin ich auf 2400, 2500, was auch immer, bla bla. Und heute essen wir Low Carb. Wir haben bis jetzt gefastet, es ist 14 Uhr, sie ist jetzt am Heimweg, das heißt, ich werde jetzt das Essen machen. Sie hat auch gefastet, sie hat nur Noko, ich hatte Noko. Und ja, ich zeige euch das easy. Wir sind auf jeden Fall Low Carb, sie ich gebe ich 1600 Kalorien für den Anfang. Einfach ein bisschen radikaler zu gestalten. Und ja, natürlich, ich habe auch Protein, Eis gekauft und alles Mögliche. Aber ja, zu dem später. Jetzt mal zu der Low Carb Pizza, oder? So lange kein Vlog gemacht, dass ich so die Kamera halte. So, also beginnen wir mal. Ich zeige euch, was ihr alles braucht. So, bisschen random die ganze Sachen hier, aber immerhin. Vielleicht hilft es ja irgendjemand, der einfach keinen Plan hat, wie er schnell etwas essen soll oder sonst was. So, was brauchen wir? Ich habe italienische Salami, einfach für einen anderen Taste. Ungarische Salami, die war einfach im Angebot, ich habe sie kaufen müssen. Ungarische Salami ist eigentlich sauteuer und ist natürlich richtig, richtig gut und fettig. Und ich bin halb Ungar, also that's the shit. Ein Ketchup. Ohne Zuckerzusatz. Ich habe extra, ich wollte eigentlich den Heinz haben, aber der hat mehr Carbs. Der hat extrem wenig Carbs. Der hat auf 100 Gramm 8 Gramm Carbs. Davon sind 4 Gramm Zucker und wir benutzen Tropfen davon. Tomatenmark, weil ich kann keine ganz normale Tomaten, was auch immer, benutzen. Tomatensoße für die Pizza, weil die hat dann zu viel Carbs, zu viel Zucker. Low-Fat-Käse, Pizzakäse leicht und Mais. So, wie beginnen wir? Ah, und natürlich das Wichtigste: diese von Lizza Low Carb Pizza. Pizzaboden aus Leinsamen. Gibt euch diese krassen Werte an. Auf 100 Gramm, also das Ganze hat sowieso nur 130 Gramm. Okay? Und pro 100 Gramm 235 Kalorien, 10 Gramm Fett. 3,7 Gramm Carbs, davon sind 2,3 Gramm Zucker, 27 Gramm Ballaststoffe, 19 Gramm Eiweiß und Salz 1,5, das ist egal. Das heißt, ich werde die Hälfte durchschneiden, das sind 65 Gramm pro Person. Und ja, das werde ich mal belegen mit euch zusammen. Und dann schicken wir es in den Airfryer, kurz bevor Nanas da ist, dass es schön und warm ist. Und dann rechne ich euch zum Schluss die Kalorien zusammen für alle, die noch immer tracken. Ja. So, erster Schritt, schneidet das auseinander. Das werde ich jetzt alles per Augenmaß machen, natürlich. Tomatenmark und Ketchup, Rest werde ich alles genau abwiegen und den Mais werde ich auch nicht abwiegen. So, das heißt ganz bisschen Tomatenmark, hat sehr wenig Carbs, kaum Kalorien, also habt keine Angst. So, that's it. Als nächstes Ketchup. So, als nächstes der Ketchup. Auch nicht so viel. Und ich versuche genau auf den Tomatenmark, da muss, ist es nicht mehr so anstrengend, den zu vermischen und zu verteilen. So, fertig. So, jetzt mit dem Löffel sehr gut gleichmäßig vermischen. Natürlich, die Konsistenz ist ein bisschen anders, also braucht ein bisschen länger, bis ihr das überall gleichmäßig, fast bis zum Rand, schön bedeckt habt. So, so sieht das verteilt aus.
wird natürlich besser gehen. So, jetzt schalte ich meine Küchenwaage an. Wenn das mein Homie Islam sieht, er hat mir zum Geburtstag eine richtig üble professionelle Küchenwaage gekauft und ich habe sie noch immer nicht benutzt. Aber vielleicht muss ich sie benutzen, weil jetzt gerade die Kackbatterie abkackt. Bro, wieso? Okay, seht euch das an, das ist absolut ein anderes Level. Hightech Stuff. So, weil meine kleine Lady wahrscheinlich später Hunger kriegt, werde ich nicht sparen. Hoppala, werde ich nicht sparen mit dem Käse, weil Fett tut sehr gut sättigen. So, ich hau's zuerst nur in die Mitte, einfach um abzumessen. Bro, warum isst du nicht ab? Warum isst du nicht ab? Okay, ich werde den Käse direkt drauf fetzen. So, jetzt fällt mir wieder an, wieso ich keine Fitnessvideo mache. Die rauben meinen Nerv. Ja, ich hau das richtig behindert auf die Waage. Aber ja, anders geht's nicht. 11 Gramm passt. Das heißt, das sind ca. 14 Gramm, weil da noch immer was drauf ist. Aber ja, 11 Gramm. 14 Gramm werde ich es checken. Ich verteile es mal auf die Pizza und dann schauen wir mal, ob alles schön bedeckt ist. So, nach endlosen Gefühlsausbrüchen, die ich schon gehabt habe und Verzweiflungen, so kommt 20 Gramm Salami pro Pizza drauf. So. Dann Mais. Und dann kommt es schon in den Airfryer. So, 20 Gramm. Und italienischer Salami, jetzt kommt der Mais drauf. So, hier kommt noch ein Geheimtick. Ein Geheimtick. Yay, ein Geheimtick. Ein Geheimtipp, Pizza-Gewürz-Zubereitung von Cotagne. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gelesen, wie diese Firma heißt. Aber auf jeden Fall richtig gut. Sie mischen von Oregano und noch anderen Sachen. Die gibt das einfach einen viel besseren Pizza-Flavor. Müsst nicht sparen damit. Einfach ruhig drüber. Und dann ab in den Airfryer. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange, weil ich habe es ehrlich gesagt noch nie mit diesem Boden gemacht. Im Airfryer, damals immer nur im Ofen. Aber ich liebe den Airfryer, der macht alles schön knusprig. Und dann warten wir mal ab. So, und es ist schon im Airfryer. Es waren 4 Minuten, jetzt sind nur noch 2 Minuten. Kurz checken, ob es eh passt. Immerhin, wir können es immer länger drin lassen. Nein, das braucht noch viel länger, bis der Käse schmilzt. Das werden noch weitere 3 Minuten und sie verhungert. Okay. So, und das ist das Endprodukt. Ich habe sie in 3 Teile geschnitten. Das Ganze hat nur 329 Kalorien, um die 5 Gramm Carbs. Boah, ich würde lügen. 20 Gramm Fett oder so, 10 Gramm Proteine. Ich würde jetzt absolut lügen. Ich würde es noch reinschreiben. Auf jeden Fall, jetzt wird es verkostet. Heiß. Aufpassen, sehr heiß. Oha. Und wie schmeckt's? Kann man essen. Was für kann man essen? Ey, gut. Schau, wie stinkig du bist, nur weil du auf Diät bist. Weil es ein ganz normaler Tag ist, lecker! Nein. Es ist okay. Dafür hast du noch über 1200 Kalorien offen. Du kannst noch heute fast alles essen, was du möchtest. Okay. Danke. Mehr Käse oder so. Echt? Ja. Zu wenig Käse? Ja, ich brauche weniger Salami. Du kannst mir weniger Salami geben, aber mehr Käse. Ah, stimmt. Ich habe leider alles. Stimmt. So, ich lasse dich jetzt. So, ein bisschen random, aber falls euch das interessiert hat, schreibt mir das in die Kommentare. Falls nicht, Thumbs down. Falls schon, Thumbs up. Appreciate it. Und ich wünsche euch einen guten Morgen, einen wundervollen Mittag und eine wundervolle Nacht. Gute Nacht. Und schöne Grüße aus Wien. Peace.